Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnich und willkommen zu einem neuen Sexfragen mit dem Giorgio von mir und ihm. Und bevor es jetzt losgeht, wollte ich noch ein paar Sachen ankündigen. Und zwar ab 18 Uhr kommt die neue Serie mit Elotrix raus, also Dr. Denotrix. Also übrigens, das R müsst ihr rollen, dann spricht ihr es richtig aus. Und ja, ganz genau, also um 18 Uhr, jetzt jeden Mittwoch um 18 Uhr, bei ihm jeden Sonntag. Und ja, viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns heute dann zweimal, sogar dreimal, weil ich habe ja noch einen zweiten Kanal. Bis dann! Frage Nummer 5. Hast du dich schon mal vorm Sex eingewichst, damit du nicht so schnell kommst? Ja, das war aber. Also mittlerweile muss ich sagen, ist das bei mir so, ich weiß nicht, woran das liegt, aber dazu habe ich auch eine kleine Story zu erzählen. Und zwar bei mir ist es mittlerweile so geworden, dass ich Frauen nicht mehr so... Ja, wie soll ich sagen, solange es nicht irgendwie, ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich meine, die Mädels, mit denen ich schlafe, sehen gut aus. Allerdings bin ich es mittlerweile auch schon gewohnt irgendwie. Klingt natürlich jetzt arrogant, aber ich sag mal so, damals ist, als sagen wir mal 14-jähriger Junge, naja gut, ich sagen wir mal, das, als ich war sogar noch 17, also das war sogar ein Jahr davor, war ich so, dass ich nicht ganz offen war bei Frauen. Es war nicht, für mich gab es nicht so einen Standard an Frauen, die jetzt gut aussahen, und deswegen war das natürlich extrem geil, wenn ich dann mit einer geschlafen habe, dann war es so, oh mein Gott, so, ne? Ja. Wie geil, ne? Ja, ja. Aber... Und dann kommt man natürlich auch schneller, weil man die Frau auch mehr respektiert. Dann denkt sich, boah, voll geil, Alter. Aber wenn du das als Standard ansiehst, dann findest du es auch gar nicht mehr so geil. Und je ungeiler ihr eine Sache findet, das ist genauso wie, wenn ich mit einer Frau schlafe und an irgendwas anderes denke, zum Beispiel an Pizza oder so, oder was für ein Video ich als nächstes hochlade. Ja, ich bin nicht mal ganz bei der Sache. Ich chille manchmal, wenn die oben ist, dann mache ich Augen zu, mach den hier. Könnt ihr euch ja vorstellen. Und dann chill ich einfach da. Und dann denke ich an irgendwas anderes, keine Ahnung. Und was für Videos ich drehe und keine Ahnung, an irgendwas denke ich dann auf jeden Fall. Da komme ich auch wieder langsamer, weil ich einfach nicht so mitten bei der Sache bin. Und ganz genau, das ist eigentlich so das Ding. Ja, Digga, hast du nicht Angst, dass er dann abschlafft? Wenn die oben ist, wird er sowieso immer ein bisschen weicher. Aber nee, der wird bei mir, nee, der schlaft nicht ab. Das wär's so. Aber damals, als ich das noch alles so ein bisschen mehr respektiert habe, sag ich mal, da war es so, oh nein, ich werde mit der schlafen wahrscheinlich, ne? Ja. So, dann macht man sich halt vorher so. Und dann kommt man auch beim Sex wesentlich langsamer. Allerdings macht es einfach nicht so viel Spaß. Ja, ich weiß, du meinst, wenn man sich vorher einwichst. Ja, irgendwie, ja, das ist ein bisschen komisch. Da hat man auch nicht so gerade die Lust drauf, weil ihr wisst ja, nachdem man gekommen ist, sind alle Hormone wieder weg irgendwie und da hat man auch nicht mehr so Lust drauf und dann ist es nicht mehr das genaue, dasselbe Feeling wie, ja, als würde man es vorher nicht tun. Und deswegen finde ich es, wenn man wirklich es gibt ja wirklich die Schnellkommer, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber die kommen irgendwie einfach nach einer halben Minute oder so. Ach, eine halbe Minute? Ja, ja, gibt auch, ja klar. Oder okay. Nach eineinhalb Minute, nach bis zwei Minuten kommen die einfach. Oder schon, wenn die gleich drin sind. Ja, ich sag's mal so, alt. Oh mein Gott, Alter. Nein, also ich sag's mal so, wenn man 10 Minuten Sex hat, ist das vollkommen super, Alter. Also ja. 10 Minuten ist eigentlich echt optimal. Man sagt ja auch immer, 10 bis 15 Minuten ist der perfekte Sex, ne? Ja, und noch eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn ihr mit einer Frau Sex habt, da habe ich mir auch mal drüber Gedanken gemacht. Und zwar... Natürlich ist es geil, wenn ihr die Frau zum Kommen bringt, weil sie extrem laut ist. Allerdings kann man sagen, dass, wie soll ich sagen, ihr müsst sie gar nicht unbedingt zum Kommen bringen. Ihr bringt eine Frau am besten zu Kommen, indem ihr ganz schnell seid. Also ihr müsst einfach ganz, ganz schnell sein und am besten noch richtig Schwung holen und ganz, ganz schnell sein. Und das geht natürlich auch, ich muss sagen, das geht auch ziemlich auf den Atem, muss man auch zugeben. Aber wenn ihr das macht und es auch durchhält, dann bringt ihr die Frau zum Kommen und wieso habe ich das gerade erwähnt? Was ging's noch? Du erklärst gerade, wie man eine Frau zum Kommen bringt und dass es aber eigentlich gar nicht so wichtig ist. Genau, Frau genau, genau. Danke, danke, danke. Ich rede manchmal und dann vergesse ich eben, was es eigentlich geht. Auf jeden Fall, ganz schnell. Macht euch keinen Stress draus. Zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel kommen müsst nach 10 Minuten und ihr denkt euch, aber hatte ich auch schon mal damals, wie gesagt, dass ich das ein bisschen mehr respektiert habe, ja, ich muss die jetzt zum Kommen bringen und das muss sein. Nein, muss nicht. Für eine Frau ist das Kommen gar nicht so wichtig wie für einen Mann. Wenn ihr nach 10 Minuten das Gefühl habt zu kommen,
dann macht es einfach. Haut raus, Alter, haut raus! Ja, haut raus, genau. Und bitte vergesst nicht, ein Kondom zu benutzen, wenn ihr euch bei der Frau nicht sicher seid, ob sie irgendwelche Krankheiten hat oder ob sie die Pille nimmt. Na, Moment, dazu muss ich nochmal kurz einhaken. Das Ding ist, heutzutage ist es echt schwer, eine Frau zu vertrauen. Wirklich, wenn ihr wirklich mit einem Mädchen zusammen seid und ihr seid jetzt schon, was weiß ich, 1-2 Jahre zusammen oder sagen wir jetzt mindestens 6 Monate bis 1 Jahr und ihr könnt der Frau vertrauen, ihr wisst Bescheid, das ist echt ein gepflegtes Mädchen, hatte wirklich eine gute Vergangenheit, hat nicht mit jedem rumgefickt ohne Kondom und so. Und die hat euch auch erst gar nicht ohne Kondom drangelassen. So, dann wisst ihr auf jeden Fall, okay, alles da, das ist alles in Ordnung. Aber jemand, der direkt ohne Gummi abgeht, zack, wie Schumi, Alter, rein damit. So, da kenn ich und, eine, dich, da kenn ich eine. Und dich komplett auffressen möchte, scheiß einfach mal aufs Gummi. Ja, Leute, da würde ich schon mal sagen, ja, Hepatitis C incoming, Alter. Also, ja, da musst du auf jeden Fall aufpassen. Wie gesagt, heutzutage ist es echt schwierig. Es gibt halt echt viele Typen, die ficken einfach direkt ohne Gummi. Und auch viele Frauen, die es machen, weil sie es einfach nicht in ernster Lage sehen und über Geschlechtskrankheiten. Und das darf man gar nicht so jetzt mal außer Acht lassen, wegen ganzen AIDS und so. Und dann könnt ihr euch alles verscheißen, nur wegen 5 Minuten. Die du dann Spaß hattest, Alter. Ja, und 5 Minuten Spaß, aber das ganze Leben dann Horror. Genau. Und glaub mir, das will keiner. Und zwar, guck mal, ich kenne eine, hab mit der mal so gesprochen, ne? Ja. War so eine kleine, richtig kleine Bitch, Alter, ne? Ja. Guck mal, ich... So eine Snitch, Alter. Ja, so eine richtige, ja, genau. So eine richtige Snitch, Mann. Snitch, genau, ja, ich hab gerade Snitch gesagt. Ja, ja, Digga, Snitch musst du mal sagen. Hab ich mit der gelabert, so, und die sagt so, nein, ich benutze keine Kondome, ne? Und die ist so eine, die ist 17 und die poppt wirklich mit jedem, ne? Ach, ich könnte die anrufen, die würde hier gleich kommen, ich könnte mit der poppen, ne? Ja. Und ohne Scheiß, die poppt mit jedem. Also ich kann euch eine Nummer geben, wenn ihr sie unbedingt habt. Nein, aber auf jeden Fall, die poppt wirklich mit jedem, habe ich gefragt, ohne Kondom? Nö, kein Bock auf Kondom, wozu denn? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich Krankheit bekomme oder schwanger werde, ist doch eh nicht so hoch. Und da habe ich mir auch gedacht, niemals würde ich mit der schlafen. Schon allein, weil die hässlich ist. Ja, egal, Digga, ob die jetzt hübsch oder hässlich ist. Also so eine würde ich mich doch nicht mal... Digga, wenn die mich doch anfassen würde, würde ich, glaube ich, schon Herpes bekommen. Ja, bei mir genauso. Nee, also bei mir ist es schon immer wichtig gewesen, dass das Mädchen... jetzt gerade im höheren Alter, also auch bei meiner Freundin so, da war es mir immer wichtig, dass es ein anständiges Mädchen ist und dass sie nicht eine zu krasse Vergangenheit hat. Und wenn ich mit ihr über die Straße laufe, dass irgendwie alle Jungs die komisch angucken, weil jeder schon sein Ding zwischen der ihre Beine hatte, Alter. So, Digga, das muss doch nicht das heißen. Da kann ich dir nicht zustimmen. Nein, ich meine jetzt, oder dass dann der Wort kommt, ey, da ist doch die Hure, die ich gefickt habe und so, weißt du, was ich meine? Ja, ja, gut, sowas ist heftig, Alter. Da, wenn einer so guckt und so und findet die hübsch, das ist was anderes, sind andere Blicke, Digga, aber so angewiderte Blicke meine ich. Aber sowas wie die hübsch finden, ne? Das finde ich mal voll witzig, Alter, wenn ich mit einem Mädel auf der Straße rumrenne und alle Jungs die angaffen, ne? Ja, Digga, da lach ich. Digga, das ist ja noch ein, das ist ja auch ein, irgendwo ein Kompliment für dich selber, dass du so eine hübsche Frau an deiner Seite hast. Ja. So sehe ich das einfach, wenn Leute meine Freundin auf der Straße begutachten und denken, boah, die ist ja nicht schlecht, dann denke ich mir auch, okay, alles klar, aber es ist meine, fertig. Ja, ist einfach so. Also ich sag mir eigentlich gar nichts dabei, Digga, weil bei mir ist es so, gut, bei dir, du bist ja schon ein bisschen länger in der Beziehung, bei dir spielt auch Eifersucht eine große Rolle. Ist immer so, Digga. Wenn du mit einem Menschen länger zusammen bist, ist Eifersucht immer eine Rolle. Wirst du auch sehen. Digga, das mag zwar sein, aber bei mir ist es so, dass ich mir eigentlich zu 100% sicher bin, dass die niemals mit dem anderen weggehen würde, weil... Ich weiß nicht, aber ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, wenn du dir immer Stress und Sorgen, wenn ihr euch immer Stress macht, dass eure Freundin irgendwie fremd gehen würde, ihr eifersüchtig seid, ihr Sachen verbietet. Und Leute, ich habe das alles schon hinter mir, ich war genauso und was hat es mich gebracht? Ja, zum Single sein. Deswegen, wenn ich jetzt eine Freundin haben würde, ich weiß nicht, aber seitdem ich wirklich nicht eifersüchtig bin, auch nicht immer unbedingt der Netteste bin. Warte mal, ich muss das mal einklinken. Ich weiß, was du meinst. So, alle anderen wissen auch, was du meinst. Aber man muss jetzt auch mal im Sachverhalt bleiben. Man muss im Sachverhalt bleiben zu einem Alter. So, wenn du 18 bist, ja, wenn du 17, 16 oder wie die meisten Abonnenten von uns, weiß ich nicht, 12, 13, 14, 15 sind. Hey, jetzt mal ganz im Ernst. Jede Beziehung, die da anfängt, das wird keine Beziehung des Lebens.
Das ist einfach so. Es kann nichts werden, weil, Leute, ist doch ganz logisch. Die müssen da auch mal was ausprobieren. Ja, man muss doch ausprobieren. Man muss doch vorher, man kann doch nicht irgendwie die Katze in den Sack holen, wenn man den Rest doch nicht, wenn man die restlichen Katzen noch nicht gesehen hat. Da so. Muss ich unbedingt was sagen, unbedingt das dazu sagen. Und zwar, ich habe einen Kumpel, also ich glaube, der sieht das jetzt hier, ich werde seinen Namen natürlich nicht erwähnen, also sei nicht sauer, wenn ich es erwähne, aber er ist halt der Meinung, dass es so ist, dass er seine Traumfrau sucht. Und er wartet jetzt schon lange, lange Zeit und sucht nur seine Traumfrau. Und er sagt so, ich weiß nicht, ob es eine Ausrede ist, aber er sagt einfach so, nee, ich will keine anderen Frauen, ich warte einfach auf meine Traumfrau. Aber er will schon Frauen haben. Der Gedanke ist ja süß. Ja, der Gedanke... Hurensohn! Boah! So, danke für das Zuschauen des Videos hier. Und morgen geht es um 16 Uhr auf meinem Kanal weiter. Das heißt also, wenn du von der Schule zurückkommst oder von was auch immer, dann hast du immer ein Video auf meinem Kanal zu sehen. Deswegen vergiss auf keinen Fall zu abonnieren. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann bewerte das Video unten mit einem Like. Und damit hilfst du mir sehr aus und mehr als du denkst. Außerdem schreib einen Kommentar, was für Sexfragen mir der Jojo als nächstes lesen stellen soll. Übrigens, er wird die Fragen bei jedem der vier Parts jetzt ansehen und dann sucht er die halt aus und da können wir die nächsten schon produzieren und so weiter und so fort. Und ganz genau, ich bin euch fürs Zuschauen, abonniert und so weiter und so fort und dann sage ich nur noch 3, 2, 1.